Die Stadt Maastricht bewirbt sich im Moment als europäische Kulturhauptstadt 2018. Mit dabei ist neben weiteren Partnern aus der Euregio auch die deutschsprachige Gemeinschaft. Um die Kandidatur der Region dann auch in der DG bekannt zu machen, fand gestern in Eupen eine Infoveranstaltung statt. Die Bewerbung steht unter dem Motto Europa wiederentdecken. Wenn ich Europa noch einmal von vorne gestalten dürfte, ich würde mit der Kultur beginnen. So hört es sich an, wenn der ostbelgische Performance-Künstler Mr. Lo-Fi die Kandidatur vertont. So hört es sich in der Fassung eines weiteren ostbelgischen Künstlers, dem Komponisten Christian Klinkenberg, an. Die Kandidatur Maastrichts und der Euregio soll genau das hervorheben: Vielfalt auf allen Ebenen des Alltags. Vielfalt, die unterscheidet, aber auch zusammenführt. Wir sprechen schon 35 Jahre über den Zusammenarbeit im Euregio, aber für Leute ist das noch immer nicht im Herz. Und wir glauben Kultur, weil Kultur verbindet Leute. Kultur macht, dass Leute miteinander eine Geschichte entwickeln. Kann möglicherweise das zusammenbringen. Die Kandidatur soll aber nicht nur Kunst und Kultur in der Region zusammenführen. Sie soll auch die Wirtschaft stärken. Und dafür wird kräftig investiert. 80 Millionen Euro würde das gesamte Projekt kosten, wenn Maastricht sich im September 2018 unter 5 niederländischen Kandidaten durchsetzt. Auf die DG entfiel dann 1% der Summe, das sind 800.000 Euro. Laut Kulturministerin Isabel Weikmans ist das gut investiertes Geld. Eine Studie sagt, dass für jeden investierten Euro 6 zurückkommen. Bis sich die Investition auszahlt, bleibt allerdings noch viel zu tun. Sobald man weiß, ist es Maastricht und die Euregio Maasrijn, europäische Kulturhauptstadt, dann geht die Arbeit erst richtig los. Denn dann muss natürlich das ganze Programm aufgestellt werden, das ja dann auch in der ganzen Euregio stattfinden wird. Und worauf man sich jetzt auch geeinigt hat schon bereits, ist, dass man sagt, wir machen es nicht nur 2018, sondern es geht eigentlich schon 2015 los. Und man so ein bisschen Raketenstart dann bis 18 und noch über 18 bis 19 hinaus. Und das wird dann uns beschäftigen, vor allem dann Ende 2013 und 2014, wo vor allem dann natürlich mit dem Kultursektor, mit der Bevölkerung daran gearbeitet werden muss, wie dieses Programm auszusehen hat. Vom anwesenden Publikum kam gestern viel Lob für die gelungene Vorstellung. Es hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr abwechslungsreich war und sehr viele verschiedene Kulturen aufeinander getroffen sind. Zum Beispiel Irene K. mit den Juppen zusammen, habe ich vorher noch nie gesehen. Es war sehr interessant und sehr vielfältig und war sehr schön. Viele stehen der Kandidatur allerdings auch noch skeptisch gegenüber. Von den Politikern kam viel heiße Luft. So, wir hätten gern und wollten gern und möchten gern. Und wie man dann teilnehmen kann, ist mir auch noch nicht klar, wie ich mich da selbst engagieren kann. Das wäre ja schön, wenn es was bringt, wenn es der Kultur etwas bringt, wenn es sämtlichen Vereinigungen, Kulturvereinigungen etwas bringen würde. Es ist abzuwarten. Die Veranstalter hingegen sind von der Sache vollkommen überzeugt. Die Kandidatur bringe viele positive Effekte mit sich. Und die machen sich jetzt schon bemerkbar. Das ist wie ein Virus. Wenn ich in Genk, in Hasselt und Aachen und Neerpelt und Heerle nun spüre, wie die Künstler sich finden, zusammen Produktionen machen, wie sie sich einander einladen. 3-4 Jahre vorher gab das überhaupt nicht. Und plötzlich haben die Leute sich gefunden. Wann wir das Geld nicht bekommen, also wann der Titel nicht durch ist, wird es, glaube ich, hoffe ich, wünsche ich die Kulturszene und die Euregio, dass das weitergeht.